Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf DaVinci-Leuchten. In diesem Video möchte ich euch ein Programm vorstellen, mit dem ihr eure Bilder anschauen könnt. Und das ist aber nicht alles, ihr könnt damit noch andere Dinge tun, aber ich möchte jetzt hauptsächlich in den Vordergrund das Bilder ansehen stellen. Und einmal, weil es einfach viel schöner aussieht als die Originalsoftware sozusagen, die von Microsoft mitgeliefert wird auf Windows. Und es bietet auch ein paar andere schöne Optionen. Und zwar nennt sich dieses Programm Picasa. Viele von euch dürften es kennen. Es wird beim Installieren von Picasa, das ist ein Bildbearbeitungsprogramm, auch der Picasa Photo Viewer mit installiert. Und der gefällt mir wirklich sehr gut und den möchte ich euch heute zeigen. Ich öffne hier jetzt einfach mal ein Bild und ihr seht, der öffnet sich wirklich schön. Also ihr seht jetzt das ganze Bild nicht, weil ich nicht den kompletten Bildschirm aufnehme. Blenden wir mal ganz kurz das hier aus. Beenden, ist jetzt auch egal. So, nochmal. Ihr seht, wir haben jetzt hier in dem Picasa Photo Viewer mehrere Möglichkeiten. Wir sehen einmal hier unten in dieser Leiste die Bilder, die sich noch auf unserem Desktop befinden, also in dem Fall jetzt in dem Bereich, wo wir eben das Bild geöffnet haben. Wir sehen hier die Größe, also heißt, ob das Ganze 1 zu 1 dargestellt werden soll oder ob es auf den Desktop angepasst werden soll. Natürlich können wir reinzoomen, rauszoomen. Das Ganze geht auch mit den Tasten auf der Tastatur, einfach reinzoomen, rauszoomen. Mit den Tasten Bild hoch und Bild runter können wir das Ganze auf 100% skalieren und auf 400% und natürlich auch wieder zurück auf die Bildschirm angepasste Version. Wir können natürlich auch direkt das Ganze hier drehen, wie man es auch von anderen Programmen kennt. Wir können es uns als Favorit sozusagen markieren. Dann wird das Ganze schöner dargestellt. Also es wird gekennzeichnet als Favorit sozusagen. Wir können die Diashow starten mit einem recht schnellen Blick. Ich hoffe, ihr seht das jetzt über die Aufnahme. Breche ich mal eben wieder ab. Und das Schöne ist eben, dass man mit dem Picasa Photo Viewer nicht nur die Bilder angezeigt kriegt, sondern auch die PSD-Dateien. Ihr seht also, wenn ich mal eben das Ganze wieder beende, ich habe hier die Original-Bilddatei von eben diesem Bild und drunter habe ich direkt die PNG, die PSD-Datei von Photoshop. Und wenn ich diese jetzt mal öffne und klicke jetzt mal eins weiter, ups, wo ist es? Oh, da, hier ist es. Dann seht ihr, wird auch diese PSD-Datei angezeigt in Picasa Photo Viewer und das schafft eben der normale Bilddarsteller von Microsoft nicht. Und das finde ich wirklich cool, dass man so auch durch die PSD sozusagen sehen kann, welches Bild sich darin gerade befindet, ohne dass man jetzt erstmal Photoshop öffnen muss, die PSD laden und schauen, worum es sich handelt. Und man kann natürlich auch das Ganze hier direkt in Picasa bearbeiten, mit diesem kleinen Klick, und wir können das Ganze hochladen. Mit eben dem Konto von Picasa, wo man sich anlegen kann, und das Ganze dann auf seinem Picasa-Konto verwalten. Und man kann das Ganze, wie ihr seht, auch als kleines Bild nehmen, also nicht als Vollbild sozusagen, ups, nicht als Vollbild, genauso möglich, oder eben als Vollbild über den ganzen Bildschirm. Und das finde ich wirklich sehr cool. Das war es schon mit dieser Programmvorstellung. Den Download-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wie gesagt, Picasa wird mit installiert, Picasa Photo Viewer, einzeln gibt es das Ganze leider nicht. Ihr könnt das übrigens wie folgt auswählen, mit einem Rechtsklick auf eure Bilddatei öffnen mit, dann geht ihr auf Standardprogramm auswählen. Und hier könnt ihr jetzt euren Picasa Photo Viewer auswählen. Normalerweise habt ihr bestimmt die Windows Fotogalerie. Ihr wählt einfach Picasa Photo Viewer aus. Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen und klickt auf OK. Und das Ganze hat sich jetzt schon sozusagen installiert. Ja, das war's mit diesem Tutorial. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.